Unsere letzte Frage, welche der nachfolgend genannten Leistungsarten verursacht im Gesundheitssystem im Vergleich aktuell die größten Gesundheitsausgaben im deutschen Gesundheitssystem? Da haben wir also hier, warte, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das soll eigentlich unser nächster Abschnitt sein. Ich würde aber vorschlagen, angesichts unserer Zeit, dass Sie sich das dann nochmal anschauen. Das sind nur noch wenige Folien. Das ist das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, dass wir also bezüglich des Qualitätsmanagements Sie bitten, sich das selbst anzusehen. Und dazu gehört eben diese Frage. Sie können dann auch im Seminar dann die Antwort diskutieren, sodass Sie also dann auch wissen, welche Antwort sozusagen die richtige Frage ist. Wir wären dann erstmal mit unserer Vorlesung soweit am Ende. Und ich schließe jetzt erstmal diese Präsentation. Die wird also im E-Learning-Programm hochgeladen. So, ich werde diese Vorlesung aufzeichnen und werde sie ins E-Learning-Programm stellen, sodass Sie sich die angucken können. Und Sie haben, wie gesagt, in dem Seminar dann die Möglichkeit, auch Fragen dazu zu stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, im Seminar Fragen zu dem Quiz, was im Selbststudium ist, zu stellen. Sie werden im Seminar auch über die Leistungskriterien des Faches Medizinpsychologie sprechen und darüber aufgeklärt werden. Ich hatte Ihnen auch das Dokument für die eigentlich ja für Mittwoch dieser Woche vorgesehene Einführungsveranstaltung hochgeladen. Da steht das auch nochmal drin. Ich hoffe, dass uns dieses Medium hilft, dass wir Sie gut auf die Prüfung vorbereiten können oder, was für meine Begriffe viel wichtiger ist, auf Ihren Start in Ihr Berufsleben. Und ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung, die Sie bisher uns schon gegeben haben und wünsche Ihnen ein gutes Semester. In dem Sinne verabschiede ich mich. Dankeschön für ein Klatschen. Und ja, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.